Moin Moin, hier ist euer Micha und es geht weiter mit FIFA 17 und dem VfB Stuttgart in der Euroleague gegen Nancy. Und wir springen auch direkt rein und wir sehen uns auf dem Rasen. Und da sind wir auch schon, mitten auf unserem heimischen Rasen in der Mercedes-Benz Arena gegen Nancy, das letzte Spiel in der Euroleague. Wir können uns Tabellenplatz Nummer 1 klar machen, dass wir eine Runde weiter sind, war schon vorher klar, aber wir wollen auch als Erster weiterkommen. So. Ja, es gab letzte Tage einen Livestream von FIFA 17 und zwar haben wir da The Journey gespielt und ich würde mal sagen, da geht das auch demnächst weiter. Aber auch wieder in einem Livestream, also The Journey wird ein Livestream-Blog und FIFA bleibt ein Let's Play. Und wir sind gut da. Oh, Pfosten, das gibt es nicht. Schade, schade. Von Driussi gegen den Pfosten, aber schön rausgespielt. Dieser lange Pass über die ganze Abwehr hinweg. Driussi kann ihn zwar gut mitnehmen, aber der Schuss geht nur an den Pfosten. Ja, wir legen hier schon mal gut los. Muss man ja mal sagen, Mané mit der Flanke rein. Oh. Können wir uns da durchsetzen irgendwie? Schön. Acuña. Okay. Abgelegt in den Rückraum und strammer Schuss. So wollen wir spielen. Wir hatten in der letzten Folge hatten wir unsere Probleme mit den Gegnern, aber das war auch Liga und nicht Euroleague. Wir wollen hier schön in der Euroleague, ja, was heißt rocken, aber weiterkommen. Und zwar, wenn es geht als Erstes. Nancy hat erst einen Punkt aus 5 Spielen. So soll es bleiben. Wir wollen 13 nach 6 Spielen haben. Und dann würde ich sagen, ist das auch 13 aus 6? Kommt das hin? Muss gerade überlegen. Oder haben wir noch ein Spiel? Wir haben jetzt 10 Punkte. Wenn wir siegen würden, hätten wir 13. Hatten wir schon irgendwo mal verloren? Kann gut sein, weiß ich nicht. Aber ja, sicher sind wir weiter. Und wenn wir so spielen wie gerade eben, dann wird das was. So, Mané. Ah, kriegt den Ball nicht reingespielt. Wir müssen hier gut aufpassen. So, Afdijay. Wieder Driussi. Schön durchgesetzt eigentlich, aber das waren doch ein paar zu viele. So, Annahmefehler, den können wir gleich ausnutzen. Oh, folgeschwerer Passfehler, würde ich mal sagen. Obwohl es folgeschwer ist, weiß ich noch nicht. Wir lassen ja hier nichts zu. Acuña wieder, schön in die Mitte auf Kubas. Ah, Kubas kriegt den Ball dann nicht ganz so durchgespielt, wie ich mir das vorstelle. Aber Driussi setzt sich da ganz stark durch. Mané, schade. Schade, schade, Mané. Also die erste halbe Stunde ist unsere. Nancy kriegt gar nichts hin. Das Einzige, was sie da hinkriegen, ist so ein bisschen Mittelfeld rumgepasse. Aber spätestens, wenn es in unser Drittel geht, machen sie irgendeinen Fehler und der Ball gehört uns, sage ich doch. Auch wenn wir hier... Ui. Jetzt wollen sie es wissen. Schön mit dem Kopf weitergeleitet. Ja. Driussi auf die Außen, auf Mané. Mané zieht nach innen. Auf Driussi, Driussi, schade. Mensch, so langsam muss es doch mal was werden. Ja, ich habe... Überraschenderweise, oh, was gibt's? Oh, das war wahrscheinlich Hand von uns oder Torwart angegangen. Ja, ich habe überraschenderweise was gewonnen, womit ich nicht gerechnet habe. Und jetzt weiß ich noch nicht mal, ob ich daran teilnehmen kann. Und zwar kann ich bei Dragon Ball Z Fighters in Mannheim am Samstag, kann ich das schon mal eine Stunde anspielen, dass ich natürlich, wenn ich mal gewinne, natürlich ausgerechnet das gewinne, das war doch schon fast klar. Für eine Stunde
Ich kann mal so die Dimension sagen. Mannheim sind so 700 Kilometer von uns entfernt. Und dann für eine Stunde. Also, ich habe mich auch noch nicht zurückgemeldet. Das war eine Verlosung von dem, ich glaube, er heißt Spooky. Und er ist dabei und durfte 20 Plätze verlosen. Und hat einfach, man sollte dann seinen Lieblings-Anime-Charakter oder Dragon Ball-Charakter nennen und auch ein bisschen erzählen, warum. Und dann wurde ausgelost und 20 dürfen mit nach Mannheim für eine Stunde. Aber Hotel und alles muss man natürlich selber bezahlen. Jetzt muss ich überlegen, wie ich das hinkriege und dann mal gucken. Vielleicht geht es am Wochenende dann nach Mannheim. So, aber das interessiert uns ja jetzt hier nicht. Wir wollen hier guten Fußball zeigen. So, erstmal schön, auch wenn er abgefälscht war. Oh, warum läuft nicht Trios wieder weiter? Oder wer ist es da vorne im Sturm? 53. Minute, noch müssen wir nicht wechseln. So ab der 60. fangen wir an zu wechseln. Ja, und jetzt auf die. Schön, auf Mané. Oh, meine Güte. Wir spielen heute sehr schönen Fußball, aber noch nicht effektiv. Und ich lache mich Schrott, wenn Nancy eine Chance kriegt und die auch macht. Ich weiß noch nicht mal, ob uns ein Unentschieden reicht, deswegen bin ich eigentlich auch schon echt für einen Sieg. Schön, Douglas. Und jetzt in die Mitte flanken. Ja, Kopfball und drin das Ding. Warum darf denn Douglas jubeln? Eigentor! Leute, das war ein Eigentor. Schöner hätte ich den Ball gar nicht. Muratori. Null Tore in der Euroleague. Na, jetzt hat er ja immerhin eins ins eigene, aber ich glaube, das zählt nicht als Tor. Wäre es ja noch. Dann wechseln wir hier mal durch. Isak darf kommen. Vargas darf kommen. Und Martinez darf kommen. Ja, gleich mal der Dreifachwechsel. Wir führen 1-0. Und trotzdem haben wir offensiv gewechselt. Denn meine Devise, und die solltet ihr so langsam kennen, ist, wir stellen uns garantiert nicht hinten rein. Jetzt machen sie nämlich auf und dann gibt es nämlich drei frische Spieler. Boah, grobes Foul, aber Vorteil. Jetzt ist der Vorteil dahin. Weil jetzt müssen sie so langsam, obwohl, die müssen nicht mehr aufmachen, die können gar nichts erreichen. Die haben einen Punkt nach 5 Spielen. Ich glaube, damit wird man nicht mehr alt in der Euroleague. Oh, es gibt doch nur einen Wurf. Ich habe gedacht, es wird noch Freistoß geben. Okay. Schade. Dann hätte ich ja noch um den Ball kämpfen können, aber ja, ich spiele hier gerade selber ohne Ton. Und deswegen höre ich nicht, wann der Schiri pfeift oder nicht. Und dann passiert sowas eben. Aber es macht auch gar nichts. Und oh. Schade. Warum dies neuerdings immer mit Flugkopfbällen? Das weiß ich nicht. So, und wieder auf Ro. Schön. Kubas. Na, behalt den Ball. Schön. Askariba. Henrys auf Askagibar. Das war eher ein Stolperball. Da war er eigentlich schon einen Schritt zu weit, um abzuschließen. Und jetzt aufpassen. Jetzt aufpassen. Wir passen zurück und das Ding knallen wir nach vorne. Ganz einfach, ganz stumpf, C-jugendmäßig. Hilft aber. Oder auch nicht. Da sind sie schon wieder. Kubas auf die Außen. Auf Martinez. Und da ist das Phänomen, was ich eben gesagt habe. Die sind jetzt fit. Ach, warum läuft denn kein. Mensch. Isaac, was willst du da auf den Außen? Da bin ich doch schon. Hätte ich auch sehen können, aber ich habe gedacht, okay, wenn er nach außen läuft, ist jemand anders in der Mitte, aber da habe ich nicht drauf geachtet. Macht nichts. Da haben wir den nächsten. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte schon den nächsten Fitten, aber Afdijay spielt ja schon das ganze Spiel. Oh, er kommt nicht dran. Schade.
Und jetzt müssen wir uns nochmal konzentrieren. Die letzten 5 Minuten fangen hier an. Das sind immer sehr starke FIFA-Minuten. So in der letzten Minute noch einen reinknallen. Damit kenne ich mich zu gut aus. Aber was FIFA kann, können wir schon lange. Afdijay. Nochmal Afdijay. Kann sich da durchsetzen. Afdijay, wo passt du hin? Schade. Ich hatte da schon auf den Außen hat die Vierecke drücken. Da musste er sich da noch zweimal durchsetzen. Und dann hat er geflankt, nachdem er sich zweimal durchgesetzt hat. Na, das müssen sie unbedingt fixen bei FIFA 18, dass der das nicht für Stunden speichert, den Tastendruck. Der war überhaupt nicht mehr aktuell. Da hätte ich jetzt ja irgendwie flachen Pass reingespielt und ich wusste es. Ich habe es gewusst und es ist zum Kotzen. Entschuldigung, aber wenn das nicht gefixt wird, ich steige sofort um ganz auf Pro Evolution Soccer. 90. Minute plus X und dann Anstoß und man kann bei FIFA so durchrennen. Nervig ist das. Echt nervig. Wenn uns das jetzt den ersten Platz gekostet hat, ich könnte echt wirklich. Nee, es ärgert mich. Mich ärgert schon, dass die Euroleague so lange Ladezeiten braucht. Mensch, 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 Mensch. Ich gucke erst gar nicht nach. Das können wir nach dem Spiel gegen Hoffenheim machen. Jetzt bin ich geladen, jetzt bin ich durch. Das ist doch ärgerlich. Mensch. Das hätte nicht sein müssen. Egal. Die Partie gegen Hoffenheim wird natürlich simuliert. Wir behalten unseren Rhythmus bei. Und dann schaffen wir das auch, dass wir diese Saison noch durchkriegen, bis FIFA 18 dann rauskommt. Und dann starten wir mit FIFA 18, wenn alles gut läuft. Am 29. September. Ich habe mir nicht die Ronaldo-Version vorbestellt, da ich kein, ja, ich kann Food nicht. Was soll ich da mit dem ganzen Food-Kram? Schade, dass immer nur an die Leute gedacht wird, die Food spielen. Die kriegen mehr Erneuerungen, die kriegen dies, die kriegen das, die kriegen jenes. Nur weil sie sich ein Spiel holen, ganz ehrlich, für 70 Euro. Und ich will nicht wissen, was manche Food-Spieler monatlich in dieses Spiel noch reinballern. Aber nun ja, denen sei es gegönnt. Die dürfen, glaube ich, schon am 26. anfangen zu spielen. So. Einmal Training. Und dann gucken wir mal unsere Tabelle an und die Euroleague-Tabelle. Wir sind Vierter. Lockerflockig. Und das als Aufsteiger spielen wir da oben mit. Finde ich super. Und jetzt gehen wir mal weiter. Im Pokal müssen wir gegen Union Berlin. Relegationsspiel haben wir nicht. Das haben wir ja gewonnen. Das war das Vorbereitungsturnier. Copa de Europa ist Bayern geworden. So. Ah, es war erst das fünfte Spiel. Ja, in der Champions League. Warte mal. Wir sind ja gar nicht in der Champions League. Wir sind ja in der Euro League. Jetzt dauert's. So. Ah doch, es war doch erst das fünfte Spiel. Ich habe schon gedacht, das wäre das sechste Spiel. Dann ist ja noch alles offen. Hoffenheim, wunderbar dabei. Ich wollte eigentlich nur gucken, wo wir sind. Ich weiß gar nicht, welche Gruppe. Gladbach, wunderbar dabei. Habt ihr uns gesehen? Da. Es hat uns tatsächlich den ersten Platz gekostet. Dieser blöde Punktverlust. Mensch, aber wie gesagt, wir sind sicher durch. Da müssen wir jetzt echt uns keinen Kopf drum machen. Dann sind wir eben Zweiter und kriegen vielleicht einen Champions League-Gegner. Wir können ja mal gucken, wer es denn bis jetzt sein könnte. Ich suche mir einfach den Stärksten jetzt aus. Porto ist dabei, Sevilla, Dortmund. Ja, am besten gegen Dortmund, aber das geht ja nicht. Eindhoven, Ajax Amsterdam, Arsenal oder gegen Arsenal. Auch kein schlechtes Spiel. Gegen Atletico Madrid. Auch kein schlechtes Spiel. Ja, am besten kriegen wir dann Atletico Madrid. Dann sind wir aus der Euroleague auch sicher raus. Ganz einfach. Nee, ist ein bisschen ärgerlich, aber noch haben wir alle Chancen und ich würde sagen, beim nächsten Mal wird es garantiert besser laufen. So, Venezuela, keine Ahnung. Kaminski möchte verkauft werden.
Danke, Chef. Krigic möchte verkauft werden und Krigic möchte ausgeliehen. Und da jubelt das Stadion. Sie jubeln zum Ende. Denn der Micha hält endlich seinen Mund. Nein. Auf jeden Fall, wenn euch dieser Part gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Ihr dürft mich weiterempfehlen. Also haut ihn rein. Man sieht sich. Ciao, den Tschüss. Euer Micha. Bye, bye.